Hallo und herzlich willkommen im Landefeld Online Magazin. Wenn an Ihrem fahrbaren Kompressor einmal der Druckschalter kaputt geht, bekommen Sie bei Landefeld den passenden Ersatz. Egal, ob Sie den Kompressordruckschalter mit oder ohne Drehschalter haben oder Sie benötigen auch nur mal das Entlastventil oder die entsprechende Ersatzmembrane, bei uns bekommen Sie alles, auch bei Bestellungen unter 50 Euro Warenwert, frei Haus geliefert mit unserem GLS-Sparversand. Vergessen Sie nicht, bei Ihrer Bestellung von dem Druckschalter das passende Motorschutzrelais mitzubestellen, denn dieses ist nicht, wie häufig vermutet, mit im Druckschalter direkt integriert. Wie Sie Ihren MDR5 nun richtig einstellen, zeigt Ihnen direkt am Gerät gerne mein Kollege. Die Druckschalter der Firma Condor werden werkseitig voreingestellt. Der jeweilige maximale obere Schaltwert kann aus der Bezeichnung abgelesen werden. Der MDR5-8 hat einen maximalen oberen Schaltwert von 8 bar und wird werkseitig von 7 bar bis 8 bar voreingestellt. Nach Montage des MDR5 muss zuerst die aktuelle Druckeinstellung über Manometer kontrolliert werden. In diesem Beispiel haben wir einen MDR5-8, der auf 7 bis 8 bar voreingestellt ist. Die kundenseitige Verstellung der Druckwerte muss unter Druck erfolgen. Hier soll nun der untere Wert 5 bar und der obere Wert 7 bar eingestellt werden. Als erstes den Kunststoffstift zur Seite biegen oder entnehmen. Stift dient nur der Verdrehsicherheit bei Vibration. Jetzt das Handrad oben lassen und in P- drehen. Das bedeutet gegen den Uhrzeigersinn, die Spindel muss sich mitdrehen. 16 Rastungen entsprechen ca. 1 bar. Der obere und untere Schaltwert fallen. Dies so lange durchführen, bis der gewünschte obere Schaltwert erreicht ist. In unserem Beispiel 7 bar. Der untere Schaltwert beträgt dann 6 bar, da die Differenz gleich bleibt. Jetzt das Handrad runterdrücken und Delta P in Plus drehen, gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird die Differenz größer und bei gleichbleibendem oberen Schaltwert fällt der untere Schaltwert. Die Spindel darf sich dabei aber nicht mitdrehen. Sollte die Spindel sich dennoch mitdrehen, muss diese mit einer Zange festgehalten werden. Jetzt kann die Zange entfernt werden und das Handrad kann leicht gedreht werden. Hier bewirken 6 Rastungen ungefähr 1 bar. Der untere Schaltwert fällt und der obere Schaltwert bleibt bei 7 bar konstant stehen. Die Differenz wird größer. In unserem Beispiel 5 bar bis 7 bar. Dann Stift wieder einsetzen. Druckeinstellung ist beendet. Wenn Sie Fragen zu Druckschaltern oder Hilfe bei der Auswahl benötigen, stehen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie natürlich wie gewohnt unter www.landefeld.de oder auch hier in unserem Blog. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.